Wie gut ist die matte Paste von der Marke Statement? Starten wir wie immer mit der Verpackung. Die Verpackung finde ich richtig nice. Schwarze Verpackung, komplett schwarz, mit schwarzer Typo auf schwarzem Hintergrund. Auch oben gibt es eine matte Gravur drauf auf der Verpackung. Sehr wertig, auf jeden Fall top. Der Geruch, ein süßer Kokosduft, der mir persönlich nicht ganz so gefällt, aber Gott sei Dank ist der relativ dezent. Die Inhaltsstoffe, 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht so gut. Der Claim des Produktes, legendäre Definition mit langanhaltender Textur, starker Halt und ein mattes Finish und das Produkt lässt sich auch leicht aus den Haaren herauswaschen. Ob das wirklich stimmt, wir werden es jetzt sehen. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Zum Styling habe ich meine Haare etwas angefeuchtet und on top noch ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, damit sie schön weich und geschmeidig für Styling sind. Weiter geht's mit dem Produkt. Die Konsistenz des Produktes ist genauso, wie man sich eine Paste vorstellt. Das Auftragen in die Hände war etwas ungewöhnlich, muss ich sagen, denn wenn man das Produkt aus dem Tiegel herausgenommen hat und in den Händen verrieben hat, dann wurde es erst ein wenig weiß. Und wenn man länger das Produkt verrieben hat, dann ist es tatsächlich sozusagen gebrochen und man hat es wirklich komplett gar nicht mehr in den Händen gesehen, was natürlich für das Styling von Vorteil ist, denn es gibt nirgendwo Klumpen. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare für das Styling leicht angeföhnt mit einer kleinen Rundbürste, um meine Haare erstmal so in die richtige Richtung zu legen, denn ich habe vorne einige Wirbel. Und trotz der Wirbel bin ich mit dem Produkt sehr gut klargekommen, muss ich sagen. Auch hier Daumen nach oben, top. Schauen wir uns jetzt den Vorher-Nachher-Vergleich an. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem starken Halt geworben. Ich würde ein Stückchen zurückrudern. Ein mittlerer, guter Halt ist es meiner Meinung nach eher. Heißt, man muss hier auch nicht zwangsweise mit Haarspray nachhelfen. Habe ich an dieser Stelle etwas gemacht, ist aber nicht zwingend erforderlich. Und das Finish ist tatsächlich auch genauso, wie man sich das Finish von einer matten Paste vorstellt. Und zwar richtig schön matt, genauso wie man sich's gewünscht hat. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Das Produkt lässt sich gut aus den Haaren herauswaschen und der Preis liegt tatsächlich bei 28 Euro. Dafür bekommt ihr aber 100 Gramm von diesem Produkt und ich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist an dieser Stelle vollkommen gerechtfertigt. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist für normale bis dicke Haare sowie für kurze bis mittellange Haare gleichermaßen geeignet und ja, ich kann dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade die Leute, die ein schönes, mattes Finish favorisieren, Textur und Definition in ihren Haaren brauchen, einen guten Halt möchten und nicht unbedingt Haarspray verwenden möchten, für die Leute ist dieses Produkt wirklich top. Das spiegelt sich tatsächlich auch in der Punktzahl wieder. Und zwar bekommt die matte Paste von Statement 45 Punkte von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und auf diesem Weg wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Haarestylen.